Du willst also antworten, Sean. Komm zum Azur-Tempel. Ich werde dort auf dich warten. Wieso tragen wir das nicht hier und jetzt aus? Du wirst kommen. Sei es, aus dem lächerlichen Grund Rache zu üben. Oder den bedauerlichen Umstand, dass dein Leben ansonsten keinen Sinn hat. Darauf wirst du doch nicht hereinfallen, Sean. Solltest du zu feige sein, wird sich der Psys unweigerlich ausbreiten. Bis auch der Rest der Zwischenwelt ausgelöscht ist. Der Azur-Tempel schwebt hoch in der Luft. Wie sollen wir den je erreichen? Wenn der Psys jeden Wolkensegler-Flugstein das Mana abzieht. Ark, du wirst doch nicht... Keine Sorge. In der Nähe des Tempels ist dies nicht möglich. Warte nicht zu lange, Sean. Alles in Ordnung, Sean? Es war, als ob ich in Duro wäre. Ich konnte die Stimme von Kira nicht mehr hören. Das war doch Leon, oder? Nein. Das ist nicht der Leon, den ich gekannt habe. Er hätte mich beinahe umgebracht, wenn... Du. Ich konnte dich... euch nicht einfach zurücklassen. Ich habe beschlossen, Sean und euch zu erzählen, was ich weiß. Wenn ich dafür nur mit euch kommen kann. Du weißt ja, wie die Bedingungen dafür sind. Lass gut sein, Cassandra. Ich denke, wir sollten zuerst einmal zurück ins Lager der Ekklesia. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine gute Idee ist. Was, wenn wir Darwin über den Weg laufen? Etwas westlich gelegen, gleich am Strand, haben die Truppen der Ekklesia noch ein Lager aufgestellt. Es ist jetzt allerdings verlassen. Wir können uns vorübergehend dort einquartieren. Gut. Jo, dann machen wir uns auf den Weg, aber ich will trotzdem noch einmal zurück zum Speicherpunkt. Ich kann nicht zurück? Ach, das war ja klar. Ich wollte doch eigentlich nur speichern. Mann. Wir gehen jetzt erstmal hier runter. Nett. Ich will trotzdem noch einmal zurück. Oh, und das Wellenrauschen, ist das nicht schön? Ach ja, ich liebe Wellenrauschen. Schade. Hier geht es zur Wüste. Gut. Dann nicht. Dann gehen wir hier lang. Oh, hier sind wir so richtig. Gehen wir nochmal zurück. Sieht mir jedenfalls so aus, als ob das ein Lager ist. Oder wo eher doch eine Bucht. Hier ist ein Speicherpunkt. Das finde ich gut. Den will ich haben. Speichern wir. Oder ist das hier richtig? Nee, hier passiert nichts. Sieht mir auch nicht aus wie ein Lager. Nach oben, nach unten. Da oben geht man eigentlich auch noch einen Weg lang. Wir gucken uns mal den oberen an. Na, wenn er da mal... Will er da nicht hin? Nee, da will er nicht hin. Da kommen wir nicht hin. Schade. Schade. Hätte ja klappen können. Und es wird wieder geredet. Juhu. Oh, schöne Melodie. Also, zusammengefasst, du und Leon gehören beide zum dunklen Dienst. Ich zähle mich nicht mehr dazu. Und ihr wurdet beide auf eine Mission in den Wolkentempel geschickt, wo ihr einen Apophas-Stein stehlen solltet. Und dann wurdest du... danach wurdet ihr bei dem Versuch, den Apophas-Stein zu stehlen, angegriffen. Durch Azir und eine Frau namens Jela. Du dachtest, Leon sei von Azir getötet worden. Doch eigentlich war das ganze Schauspiel im Vorhinein geplant. Eine Person mit dem Namen Kayade
versuchte Kira, mit jemanden in Verbindung zu bringen. Und dazu auserwählt wurde offenbar ich. Und das wusste weder du noch Mira. Von deinen ehemaligen Freunden wusste nur Leon von diesem Plan. Wieso aber mich? Das kann ich nicht glauben. Aber wieso mich? Das frage ich mich auch. Irgendetwas Besonderes muss an dir sein. Den ganzen Aufwand nur um einen Schutzgeist an eine Person zu binden? Jetzt ist mir auch klar, wieso nur wenige einen Schutzgeist besitzen. Ja, ich vermute, dass es sich bei Kira nicht um einen gewöhnlichen Schutzgeist handelt. Wenn es so etwas überhaupt gibt. Also kennen wir insgesamt 4 Mitglieder des Dunklen Dienstes. Zumindest einen ist da Aizir, welcher an der Inszenierung von Leons Tod im Wolkentempel beteiligt war. Jaylan, welche zeitgleich zum Hohen Rat gehört. Leon, welcher seinen Tod vorgetäuscht hat und Sean angegriffen hat. Und Kayade, welche die Anführerin dieser Gruppierung zu sein scheint. Das vermute ich auch. Lass mich mal eine Vermutung äußern. Leon hat dir gesagt, Sean, dass sie dich in die Tiefen... Leon hat dir gesagt, Sean, dass sie dich in tiefe Verzweiflung gestürzt haben, um die Verbindung mit Kira zu stärken. Was ist, wenn alle diese Angriffe von Aizir in Clarum und jetzt Leon auch diesem Ziel galten? Wenn sie das alles nur getan haben, um deine Verbindung zu Kira noch mehr zu stärken? Sean, erinnere dich, was dieser Letir zu dir gesagt hat. Er sagte, ich muss die Verbindung zu Kira abbrechen. Naja, versteh mich bitte nicht falsch, aber wenn diese Kayade unbedingt will, dass diese Verbindung zwischen dir und Kira bestehen bleibt, wäre es dann nicht besser, wenn ihr eure Verbindung auflöst? Teilweise hat sie ja irgendwie recht, aber ich will auch nicht, aber sie hat auch recht. Ich weiß nicht. Vielleicht hat sie recht. Ich weiß es nicht. Na gut. Dann stellt sich aber noch die Frage, was du tun wirst, Sean. Willst du einfach an deinen Plan festhalten und nach Termorath reisen? Oder gehst du zu dem von Leon erwählten Azur-Tempel? So oder so, mein Ziel war es, ohnehin Aizirs Spur zu folgen. Also werde ich morgen zu diesem Azur-Tempel aufbrechen. Und egal, was ihr mir jetzt auch sagen werdet, meine Entscheidung ist getroffen. Dann ist dir auch bewusst, dass du wieder auf Leon treffen wirst. Wirst du in der Lage sein, das Schwert gegen ihn zu richten? Das war nicht Leon. Er hat mich vielmehr an Aizir erinnert. Diese kaltherzige, erbarmungslosen Ausdruck in seinem Gesicht. Gibt da wohl noch etwas, worüber wir reden sollten. Allerdings will ich es schon alleine sagen. Was soll das denn jetzt? Wie du willst. Okay, folge mir. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt, was sie Ihnen sagen möchte. Oh, ja. Ich dachte, wir sollten uns bewegen. Seltsam. Wieso will sie es denn mir zuerst alleine sagen?
Okay. Gut, dann gehen wir zu ihr. Wir reden aber nochmal mit ihm. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Egal, was sie dir auch erzählt. Du wirst es gefälligst nicht für dich behalten, klar? Puh, die erzähle ich gar nichts. Damit das schon mal klar ist. Tschüss. Alleine schon in diesem Ton. Wir gehen nochmal speichern. Jo. Speichern. Und dann reden wir mal weiter. So viel Text heute. Wieso sollten Ark und Cassandra nicht zuhören? Was ich dir bisher verschwiegen habe... Ich will, dass du es zuerst erfährst. Es... Du musst mir nichts erzählen. Cassandra hat einfach etwas über... Du tust nur so, als ob dir... Als ob sie es egal wäre. Hör auf damit. Dann sprich dich endlich aus. Ich wurde von der Akademie beauftragt, dich zu beobachten. Wozu? Nee, das ist jetzt nicht wahr. Da sind zwei Leute dazugekommen, die einfach mal lauschen wollen. Ach, das war ja klar gewesen. Azil ist im Besitz der... Oh Gott. Esaitos-Tafel. Er war es, welcher sie während ihrer Übersetzung aus der Akademie in Falion gestohlen hat. Er kennt ihren Inhalt mit Sicherheit. Die Akademie aber konnte nur einen kleinen Teil übersetzen. Entschuldige, aber ich weiß immer noch nicht, was das mit mir zu tun haben soll. Die Esaitos-Tafeln erzählen von einem von einer speziellen Gruppe Menschen, Torwächter. Einer Gruppe von Wächtern, welche zusammen das Portal zur Quelle des Lebens öffnen können. Das Tor also. Die Quelle des Lebens? Du meinst damit doch nicht etwa die Mana-Quelle? Höchstwahrscheinlich ist damit die Mana-Quelle gemeint. Ich hatte den Auftrag, herauszufinden, ob du einer der Torwächter bist. Denn wenn es wirklich so ist, würde die Akademie dich töten. Ark, bleib hier! Wenn Sean ein Torwächter wäre, würde die Akademie ihn umbringen lassen? Ja, so wurde es mir gesagt. Entschuldigt, wir wollten euch nicht... Wieso würden sie mich umbringen wollen? Die Schriften besagen, dass die Torwächter in der Lage sind, die Pforte zur Mana-Quelle zu öffnen. Und die Akademie vermutet, dass dies genau der Plan Azils ist. Er will zur Mana-Quelle und dazu benötigt er die Torwächter. Und hast du ihn an der Akademie verraten? Ich konnte es nicht. Wer hat dir den Auftrag dazu gegeben? Sag mir den Namen. Ark! Merkst du denn nicht, was hier vor sich geht, Cassandra? Genau wie damals bei Will. Er wurde getötet, weil er ein Torwächter war. Da seine Seele laut diesen verfluchten Tafeln aus Duro stammt, war immun gegen Necra-Magie. Genau wie du schon. Erinnerst du dich an Azils Angriff in Clarum? Wir haben seinen Zauber dank dir ohne einen Kratzer überlebt. Während die Wächter unmittelbar vor uns zu Staub zerfallen sind. Dann solltest du von Anfang an herausfinden, ob ich einer dieser Torwächter bin und es dann der Akademie melden? Aber ich habe es nicht getan. Ich wollte dir helfen.